Ein Umsatzplus von 34% für High-Protein-Produkte meldete kürzlich Nielsen. Der Boom flacht zwar etwas ab, offenbar, das Wachstum bleibt aber hoch. Eine Wachstumskategorie dabei ist Eiscreme. Allein 5% der Proteinneueinführungen sind in dieser Kategorie zu finden. Es ist also schon längst mehr als nur the next big shit. Wir sprechen darüber mit Marvin Stenzel, dem Gründer von ProDelight. Diese Marke ist inzwischen in fast allen gut sortierten Tiefkühltruhen bundesweit zu finden und hat sogar den Nutri-Score. Lieber Herr Stenzel, willkommen zum Gespräch mit der LP. Schön, dass Sie da sind. Ja, sehr gerne. Hat denn die Eiszeit 2021 schon begonnen? Ja, ich würde sagen, die hat für uns nie aufgehört. Also dadurch, dass wir uns seit Tag 1 der Verbindung von bewusster Ernährung und Geschmack verschrieben haben und natürlich die bewusste Ernährung ein ganzjähriges Thema ist, hört für uns die Saison eigentlich nie wirklich auf und fängt auch nie wirklich an. Man hat natürlich immer ein bisschen Abweichung, aber Proteineis und Low-Calorie-Eis kann man auch im Winter essen. So ein typischer Abend vorm Fernseher, dann irgendwie so einen ganzen Becher, 500 Milliliter mit 300 Kalorien, mit gutem Gewissen, entspannt genießen. Was gibt es da Schöneres, ne? Hat sich der Markt für Sie nicht nur in der Pandemie, sondern vielleicht auch darüber hinaus seit dem letzten Jahr so entwickelt, so positiv nach oben? Ja, absolut. Also wir haben gerade im ersten Lockdown gemerkt, auch an uns selbst im Team, hoppala, wenn man nicht mehr unterwegs ist, dann setzt man sich mit der Ernährung auseinander und man wird sich erstmal bewusst, was man tagtäglich zu sich führt. Und auf der Basis haben wir da sehr gute Erfahrungen gemacht, dass einfach dieses Bewusstsein für eine ausgewogene, eventuell proteinreiche Ernährung oder hier und da mal ein bisschen Kalorien sparen, einfach immer mehr ein Thema wird. Und der Trend ist einfach nicht rückläufig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann mal wieder in die Situation kommen, dass diese Ernährungstrends, die sich langfristig durch mehr Wissen bei den Leuten einfach etabliert haben, dass die wieder rückläufig sind. Also ich glaube, da gibt es nur eine Richtung und die ist ganz klar hin zur bewussten Ernährung. Und das Und Perspektiv. das fördert der Nutri-Score. Ja, ich glaube, Sie haben nur ein Produkt mit einem B, ne? Alles andere ist A. Ja, wir waren tatsächlich auch das erste Food-Startup in Deutschland, das sich proaktiv zum Nutri-Score bekannt hat, weil das auch, so sage ich mal, für mich so eine Herzensangelegenheit war. Es ist immer wieder wichtig, zu sagen, hey, bewusste Ernährung ist eigentlich relativ simpel, aber manchmal doch ganz komplex. Und wenn man da die ein oder andere Orientierung und Unterstützung bieten kann, dann hilft das auf jeden Fall, weil nicht jeder, sage ich mal, kann jede Nährwerttabelle und Zutatenliste im Detail auseinandernehmen. Und da ist es einfach eine super Erleichterung, unabhängig vom Bildungsstand, da eine leichte Linien zu schaffen durch den Nutri-Score. Und deswegen war für uns der klare Ansatz, wir wollen Step by Step unsere Produkte so optimieren, dass auch wissenschaftlich auf wissenschaftlicher Basis gesagt werden kann, hey, wir machen da einen guten Job. Und wir haben die Rezeptur nicht zum Nutri-Score nochmal angepasst, sondern wir haben das validieren lassen, schon in 2019. Und da kam schon raus, hey, diese Gesamtzusammensetzung und der ganzheitliche Ansatz, sowohl Zucker als auch Fett zu reduzieren und nicht das eine durch das andere auszutauschen, bringt langfristig die richtigen Ergebnisse. Aber trotzdem darf die Rezeptur nicht vernachlässigt werden. Gibt es sowas wie Rennersorten und absolute Favoriten der Kunden? Ja, also man muss fairerweise sagen, an Vanille und Schoko kommt man in der Regel nicht vorbei. Das ist, Deutschland jedenfalls nicht. ja, ich sage immer mit den üblichen drei Verdächtigen fürs Pückler, Vanille, Schoko und ein bisschen Erdbeer hat man 80% der Konsumenten erreicht. Ob jetzt Nielsen das 1:1 so bestätigen würde, ja, ist nochmal eine andere Geschichte, aber so eine grobe Hausnummer kann man da, denke ich, schon sagen, dass man kann exotische Variationen rausbringen, gerade auch Sea Salt Caramel oder jetzt bei ProDelight unsere neueste Kreation Candy Bar. So ein bisschen von einem bekannten Riegel geht mit Erdnüssen und Karamell. Man kennt's. Ist so ein schöner Ausflug und bietet ein bisschen Vielfalt. Nichtsdestotrotz ist klar, kommt man um das Standardsortiment nicht herum, wenn man sich langfristig im Handel auch
in der Breite für einen Großteil der Bevölkerung und der Konsumenten attraktiv machen will, kommt man nicht dran vorbei. Und in welcher Verpackung, also welche Packungsgröße kommt beim Verbraucher im Moment am besten an? Ja, also wir merken seit ein, zwei Jahren, also wir sind mit unseren klassischen Pints zwischen 475 und 500 Milliliter unterwegs, ist immer mehr ein Thema. Also man merkt auch, dass die großen Brands mittlerweile, die früher auch gerne mal in größeren Schalen unterwegs waren, immer mehr zum Becher gehen. Aber auch wir sagen natürlich kontinuierlich, dass wir es erweitern müssen und sind da auch schon mit ein paar mega spannenden Projekten unterwegs, die sowohl das Thema Nachhaltigkeit als auch Portionsgröße nochmal aufgreifen, um da einfach noch ein runderes Erlebnis zu bieten. Oder auch Leuten, die sagen, 500 ml ist mir zu viel. Ich hätte da gern was anderes. Da sind auf jeden Fall ein paar spannende Projekte in der Pipeline, die, sage ich mal, zum Sommer hin auf jeden Fall noch kommen werden. Von daher. Ja. Okay, na, das lässt ja eine spannende Eiszeit erhoffen. Ich bin schon durch mit meinen Fragen. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick in Ihr Geschäft, Herr Stenzel. Wir sind gespannt auf die Innovationen und wünschen eine gute Eiszeit. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.